Für knapp 100 junge Fußballspieler aus dem Projekt Zweikampfverhalten geht ein Traum in Erfüllung. Einmal ihr großes sportliches Vorbild Marcel Jansen hautnah erleben und ihm Fragen rund um das Thema Fairness im Zweikampf zu stellen. Ich bin hier angetreten, um das Spiel zu gewinnen. Wenn der mich jetzt provoziert oder ärgert, will der da nur mit bezwecken, dass ich meine Leistung nicht bringe, eventuell vom Platz fliege und am Ende sitzt der da und lacht mich aus, weil ich der Trottel war, der darauf reagiert hat. Und wenn ich muss das halt so ummünzen immer, warum bin ich auf dem Platz? Und ich bin immer auf dem Platz für meine Mitspieler, für meine Mannschaft. Im Rahmen des zweimonatigen Coolness-Trainings, organisiert vom Hamburger Wegförderprojekt Zweikampfverhalten, unterstützt von der Deutschen Telekom, erlernen Jugendliche aus Hamburger Fußballmannschaften das faire Zweikampfverhalten und miteinander auf und neben dem Fußballplatz. Was der Hamburger Weg ja bietet, ist eben durch diese Projekte, denen man sich auch als Spieler dann zuordnen kann, zu sagen, wo stehe ich hinter, wo möchte ich auch gerne mal hin. Und das ist natürlich ein Zweikampfverhalten, was ich von Anfang an sehr beeindruckend fand, einfach weil es einen pädagogischen Ansatz auch sehr hat, aber einfach auch den Jugendlichen und den Kindern zeigt, dass wir ja jetzt auch nicht irgendwie, wir sind zwar Vorbilder, aber wir sind jetzt keine Superhelden oder dieser ganze Hype, sondern dass wir auch ganz normal sind, mit denen ganz normal zu sprechen und zu sehen, nah zu sein und einfach übers Leben zu reden. Und das ist halt interessant und ich glaube, das hilft dann auch und gibt dem einen oder anderen auch einen Schub oder eine Motivation zu sagen, ey, guck mal, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch HSV-Vorstandsmitglied Oliver Scheel stellte sich in der Imtech-Arena den Fragen der Jugendlichen. Offen und ehrlich antwortet auch HSV-Profi Marcel Jansen. Das kommt besonders gut an. Ich fand ihn relativ ernst. Er hat alle Fragen relativ ernst beantwortet oder auch ausführlich beantwortet. Und war nicht einer, ja, kommt jetzt mal hierher, triffst dich mit Jugendlichen und dann, ja, keine Lust mehr, gehe ich wieder. Sondern er hat uns, ja, hat sich mit uns beschäftigt und auch was erledigt mit uns. Und das hat uns auch relativ weitergebracht, denke ich mal. Das Treffen im Pressekonferenzraum der Imtech Arena. Am Mittwochabend eine tolle Gesprächsrunde mit einem unvergesslichen Abschlussfoto. Super, das war's.